Wird dem Staub erst meine Lehre sein. Irgendwie habe ich mir eine Belohnung verdient. Darauf habe ich mich schon den ganzen Morgen gefreut. Mmh, Knusperschokos, die knusprigen Schokoflocken mit Karamell umhüllt sind. Weg! Mmh, anders! Hast du mich etwa gefragt? Nein, du hast sie dir einfach genommen. Meine Lieblingsschokolade. Wie konntest du nur? Tut mir leid irgendwie. Ich wusste nicht, dass sie dir so wichtig sind. Ich kauf dir wieder welche. Kannst du gar nicht. Eifrig und achtsam haben keine mehr. Hm. Na schön irgendwie. Schau mal, was ich hier habe. Den neuen praktischen Knusper-Schokoladen-Verdopplungsapparat. Aufgepasst, das letzte Stück Knusper-Schokolade. Hey, gib das sofort her. Aufpassen. Zwei Knusper-Schokoladen und beide gleich schokoladig. Unglaublich. Das ist ja ein toller Apparat. Verdopple mal das. Eine Socke? Aber das habe ich erfunden, um Schokolade zu verdoppeln. Ach, wenn das mit Schokolade geht, dann geht das auch mit Socken. Hab ich's doch gesagt. Der Apparat ist fantastisch. Damit kann man irgendwie alles verdoppeln. Irgendwie, dieser Apparat ist doch nicht richtig getestet. Wen interessiert das? Er wird unser Leben verändern. Nein, du verstehst das nicht. Wir legen uns mit den Naturgewalten an. Ich bring ihn lieber wieder runter, bevor noch was Schlimmes passiert. Warte! Wir zeigen ihn achtsam und eifrig. Wenn Sie meinen, dass er irgendwie gefährlich ist, dann lassen wir es eben. Stier schnapp ich mir. Welchen Stier? Eifrig, achtsam, wir müssen euch etwas ganz Unglaubliches zeigen. Na schön, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Pippi, weg da! Hier kommt der schnellste Cowgirl der Welt. Ja, sie ist ganz aus dem Häuschen. Wegen dem Cowboy-Fest und dem Schirmrodeo. Da gewinne ich bestimmt einen Preis. Also passt mal auf. So können euch nie wieder die Bleistifte ausgehen. Bleistifte sind mir noch nie ausgegangen. Sie toben vor Begeisterung. Können wir jetzt gehen? Wir brauchen zwei Paar Cowboy-Stiefel für das Schirmrodeo. Die hier müssten euch passen. Oh, sehr hübsch. Für mich bitte die gleichen. Oh, tut mir leid. Davon haben wir nur das eine Paar. Ach, und sowas nennt ihr den alles, was man braucht, Laden? Ach. Wartet mal! Hm? Nichts ist unmöglich. Aufgepasst! Ein zweites Paar Cowboy-Stiefel. Trara! Jetzt seht euch das an! Offensichtlich haben wir doch noch ein paar in eurer Größe. Das wollte ich auch hoffen. Setzt sie uns auf die Rechnung. Ja,
Irgendwer hat recht. Das Ding ist unglaublich. All die Möglichkeiten, die man damit hat. Na, was habe ich gesagt? Erkennst du jetzt, wie genial der Apparat ist? Wartet! Wer weiß, was passiert, wenn man anfängt, alles zu verdoppeln. Wir betreten da ein unbekanntes, gefährliches Gebiet. Ja, apropos gefährlich. Sagt mal, welche Artikel gehen euch gerade aus? Naja, Schirmwachs, Orangen, regenbogenfarbene Schnur. Unfassbar! Jetzt wird uns nie wieder irgendwas ausgehen. Hier, versuch's mal damit. Nicht zu glauben. Gut, das reicht. Du kannst das jetzt wieder abschalten. Da hat was geklemmt. Puh. Oh nein. Jetzt haben wir Fritzi zweimal. Fritzi im Doppelpack. Ui, toll. Mach das sofort wieder rückgängig. Aber wieso? Jetzt kannst du nicht nur eine Fritzi, sondern zwei Fritzis lieb haben. Steh nicht so tatenlos rum. Schmeiß deinen Apparat an. Der hat doch bestimmt eine Löschtaste. Ach ja? Ich meine natürlich. Yippie! Oh, eine Fritzi war schon Aufregung genug. Bingo! So müsste es gehen. Ups. Was ist passiert? Anstatt zwei in eins zu verwandeln, hat er eins in keins verwandelt. Wo sind sie? Sie müssen rausgelaufen sein. Yippie! Aufgepasst, Cowboys! Jetzt kommt ihr. Oh nein, sie wollen zum Rodeo. Ach, keine Angst, wir bringen sie zurück. Irgendwie war das alles seine Schuld. Schau mal! Huhu! Rate mal, wer bin ich? Nein, hier bin ich! Ich muss langsam verrückt werden. Nein, ich sehe auch schon doppelt. Wo könnten sie bloß sein? Hey, schauen wir mal in den Schirmstellen nach. Hinz, Kunz, habt ihr vielleicht... Keine Zeit. Wir müssen zum Augenarzt. Wir sehen alles doppelt. Anders? Ach, was machst du da anders? Das ist mein Lieblingsspiel. Da kann man seine Reaktion testen. Das solltest du... Wir sind hier, um Fritzi zu finden und nicht um Spielchen zu spielen. Viel Glück. Warte mal! Und wer gewinnt das Rodeo? Wir gewinnen das Rodeo! Sie müssen irgendwie hier drin sein. Sonst haben wir überall gesucht. Oh je! Anders, Hilfe! Hilfe!
mich doch ein Floh. Das war vielleicht ein Ritt. Der diesjährige Pokal für das beste Schirmrodeo geht an Fritzi und an irgendwie und seinen Freund Anders. Keine Angst, Mami. Ich bin allein. Gut, denn eine Fritzi reicht mir voll und ganz. Weißt du was? Oh, wir können wirklich stolz sein. Das ist das erste Mal, dass es den Siegerpokal im Doppelpack gab. Mir reicht's. In nächster Zeit will ich irgendwie nichts mehr doppelt sehen. Hey, iss sie nicht alle auf. Aber jetzt ist nur noch eins übrig. Du hast doch gesagt, du willst in nächster Zeit überhaupt nichts mehr doppelt sehen. Und ich will nicht, dass du dich aufregst.